Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Haus Sicherheitstechnik Cordus. Wir haben mal für euch den Gera MC5 getestet und im Vorstellen und wollen da auch gleich mal ein bisschen die Erfahrung mit einem Magnetzylinder wiedergeben. Den Gera MC5, der war ja vor einiger Zeit im Stiftung Warentest drin, wurde dort auch als relativ gut benannt. Manko des Zylinders war eben, dass eine ausreichende Produktbeschreibung nicht dabei ist. Das hat dem Zylinder Punkte sozusagen in der Haltung gekostet. Nun kann man da ein kleines bisschen drüber schmunzeln. Für was auch immer ich da eine große Beschreibung brauche, ein Zylinder kommt in die Tür und dann kann man schließen, fertig ist der Lack. Hat in meinen Augen mit dem Thema Sicherheit nicht viel zu tun. Aber es soll nicht um den Test gehen, weil der nicht von uns ist und sicherlich da gewisse Kriterien auch seine Richtigkeit haben. Uns geht es jetzt mal tatsächlich darum, was kann der Zylinder, wie ist er aufgebaut und ist er sein Geld wert? So, der Zylinder kommt erstmal in unterschiedlichen Arten von Verpackungen, entweder in einem Pappkarton oder in einer Blisterverpackung. Solange uns das möglich ist und solange der bei uns im Hause hergestellt wird, verwenden wir meist immer Pappkartons, weil die einfach ein bisschen einfacher für die Umwelt sind als wie das ganze Plaste. Ich bin ja immer der Meinung, wir haben zu viel Plaste, deswegen, das fliegt eh weg. Von daher sollten wir uns auf die Verpackung nicht weiter beziehen. In der Regel kommt der Zylinder mit 5 Schlüsseln. Das sind sogenannte Wendeschlüssel. Und diese Wendeschlüssel verfügen über eine sogenannte Magnetkodierung. Das ist das MC im MC5. Und das ist hier sozusagen im Zylinder enthalten. Und wenn man Glück hat, dann seht ihr, hält er sogar so eine 70 mm lange Schraube. Das heißt, er hat 6 Bohrungen, die sind unterschiedlich tief, wovon einer davon ein Magnet ist. Der Schlüssel hat einen verlängernden Hals, damit kommt man auch durch Ziehschutzbeschläge durch und ist nicht allzu groß und hat eine entsprechende ACL-Nummer eingraviert. Davon gibt es, wie gesagt, 5 Schlüssel dabei. Der Zylinder verfügt über Aufbohrschutz, so wie das auch beschrieben ist, und noch über eine entsprechende Funktion. Das heißt, wir nennen das Not- und Gefahrenfunktion. Das heißt, wenn ich einen Schlüssel reinstecke, kann ich von der anderen Seite trotzdem schließen. Das ist ganz praktisch, falls man sich doch mal ausschließt und man hat einen Reserveschlüssel, dann muss man nicht zwangsläufig den Schlüsseldienst holen. Damit wird geliefert eine Codekarte, dass wenn mal alle Schlüssel weg sind, dass man die Möglichkeit hat, dort noch Schlüssel zu bekommen. Und wir haben dabei, das ist hier ganz extrem wichtig, und das möchte ich beim Magnet nochmal darauf hinweisen, das wird leider immer verkehrt gemacht, und das ist das absolut Wichtigste an der ganzen Geschichte, ist die sogenannte Pflegeanleitung. Nun bin ich ja auch mal kein Freund von Bedienungsanleitungen, aber hier ist es wirklich ganz wichtig, dass ihr ein entsprechendes freigegebenes Pflegemittel von Gera Iseo verwendet, damit man im Prinzip diesen Magnet nicht verklebt. Auch das Reinsprühen in den Zylinder, wie es manchmal gemacht wird, und dass die Suppe rausläuft, führt irgendwann dazu, dass der Stift verklebt und der Magnet nicht mehr ordentlich funktioniert. Hier wird wie folgt geschmiert, es wird also mit einem Öl, hier steht es also ganz klar, Wartung regelmäßig 1 bis 2 Mal im Jahr, je nach Schließhäufigkeit, Pflegespray behandeln, keine ölhaltigen Mittel verwenden, bitte setzen Sie die Wartung von Schloss Sicherung Gera empfohlene Service Spray ein. Schloss Sicherung Gera gibt es schon seit vielen Jahren nicht mehr, heißt heute Iseo. Und die Pflegesprays, die funktionieren meistens immer so auf Teflon-Basis. Hier macht man es wie folgt. Der Schlüssel wird eingesprüht, rein in den Schlüssel, paar Mal geschlossen, wieder eingesprüht. Das macht man 2-3 Mal. Und dann wird ein leichter Film aufgetragen und dann ist alles gut. Was man auch nicht machen sollte, ist diesen Schlüssel in irgendeiner Weise großartig runterfallen lassen, mit irgendwelchen Schlägen traktieren, denn dieser Magnet kann, trotz dass er gut eingearbeitet ist, irgendwann mal rausbrechen. Und wenn das passiert, dann werdet ihr feststellen, wofür die Magnetkodierung ist, denn dieser Schlüssel wird dann logischerweise nicht mehr funktionieren. Das Fazit von der ganzen Geschichte, danach, das Produkt gibt es schon seit vielen Jahren, hat auch viele verschiedene Namen, ISR6, R6MC, Gera MC5, spielt alles keine Rolle, das Produkt gibt es schon seit Jahren und ist ein dankbarer Zylinder. Das muss man ganz klar sagen. Er ist nicht für jede Art von Schließanlage geeignet, aber für Gleichschließungen oder für ganz normale Schließungen in Wohnhäusern überhaupt gar kein Problem. Hier sollte man aber immer seinen Versicherungsvertrag mit den entsprechenden Gegebenheiten vergleichen.
Es ist nicht so, dass jeder Zylinder nun zwangsläufig für jedes Objektart gilt oder funktioniert. Hier ist es einfach so, im Zweifelsfall mal Kontakt zu uns aufnehmen, dann können wir weiterhelfen. Aber im allerletzten Step kann dann nur der Versicherungsmensch dazu helfen. Der Zylinder gibt so zwischen 30 und 50 Euro, je nachdem, was ich für eine Ausstattung habe oder was ich halt haben möchte. Ganz klares Fazit, der Zylinder ist sein Geld wert. Gerade mit einer Magnetkodierung ist es halt nicht möglich, ohne weiteres jetzt, ich sage jetzt mal, in dem Zylinder drinnen rum zu manipulieren. Und das ist eigentlich der Sinn der ganzen Geschichte. Aber wie gesagt, für 30 Euro absolut kaufenswert. So, das soll es an dem Punkt zum MC5 gewesen sein. Gibt es wie gesagt als einzuschließend, als gleichschließend. Das war's schon für heute. Und dann sage ich Tschüssi und bis zum nächsten Mal.